Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder endlich zurück bei FIFA Ultimate Team. Wir öffnen jetzt ein Pack und ja, es war nur ein kleiner Cabaret. Ja, kann man vielleicht für ein paar hundert Münzen verkaufen. Speichern einfach mal alles hier in unserem Verein. Es wird jetzt leider nur ein kleines Pack Opening. Wenn es nachher dann wieder in den Part geht, so richtig, hoffen wir, dass wir dann die ersten drei Punkte wieder reißen können in der neuen Liga. Jetzt noch eine Bronzepackung, die haben wir nur geschenkt bekommen, sonst würden wir die natürlich nicht mehr öffnen. Aber auch nur eine kleine, was ziemlich blöd ist eigentlich, aber immerhin noch ein Vertrag. Einfach mal alles in Verein speichern. Ja. Wir haben noch ein bisschen Geld von der Goldpackung nachher auch. Die werden wir dann natürlich auch noch öffnen. Jetzt nochmal noch ein geschenktes Silberset. Auch nur ein kleines, ey, die sind so mickrig, aber immerhin können wir die Verträge, die wir da rauskriegen, gut gebrauchen. Ja, jetzt zum Goldpack. Da können wir uns auch nur eins leisten. Hoffentlich haben wir da Glück und kriegen vielleicht was Gescheites raus. Und was wird's? Mal sehen. Die Spannung ein bisschen noch aufrechterhalten und... Ah, doch. Oder? Ja, genau. Naja, also weiterhin wenig Glück. Das Beste ist da fast noch der Chemiestil vielleicht. Den brauchen wir bestimmt vielleicht mal. Ja, aber dann sehen wir uns dann gleich wieder, wie wir dann wieder ins Spiel gehen. Muss ich einen Gegner suchen, das will ich euch nicht antun, weil es echt sich manchmal lang zieht. Alles natürlich jetzt wieder in Verein speichern. Ja. Shop wird aktualisiert. Wir haben jetzt nicht mehr viel Münzen gesehen. Ja, wir sind mal wieder zurück. Und ja, das Pack Opening war jetzt nicht so effektiv. Ah, jetzt gegen eine deutsche Mannschaft. Teilweise. Geht's jetzt ran. Endlich mal wieder hier die Aufnahme. Mal sehen, wie wir uns jetzt schlagen hier in Division 9. 9, ja. Die Latenz war leider nicht so gut bei unserem Kollegen hier. Ich hoffe, es liegt nicht an uns, aber es kann ja eigentlich nicht sein. Naja, legen wir einfach mal los hier. Hoffen, dass wir gleich die ersten drei Punkte vielleicht nach Hause fahren können. Na, jetzt mal bis wir wieder reinkommen. Haben wir schon lange kein Online-Spiel mehr gemacht, aber da kommt jetzt erstmal Ala Turan ganz gut hin. Der Ball kommt auch wieder auf Turan. Da ruckelt es ein bisschen. Flanke von Turan. Da ist der Ball drin, aber es war leider abseits. Oh ja, knapp. Aber da ist die Abwehr schon wieder richtig offen. Da wäre, weil das natürlich nicht mehr rangekommen würde, da ein hätte rauskommen können. Boah, die Lags hier. Naja, das erste Mal wieder mit leichten Rücklern. Coentrao. Naja, abgefälscht, es dürfte Ecke geben. Und so ist es auch. Ausgeführt von Ada Turan. Da ist Paulau in der Mitte, aber kein Problem für Victor Valdez, dieser schwache Kopfball. Da kommt auch David Villa. Boah, wie es halt ruckelt. Contrao. Flanke. Das gibt's doch nicht. Gute Chancen hier für uns. Aber wir müssen gucken, dass wir da jetzt nicht ausgekontert werden. Über Sydney Sam, das ist natürlich richtig schnell. Oh, gefährlich. Gut gemacht. Aber schlecht. Jetzt kann ich. Boah, das ruckelt schon dermaßen. Naja. Im nächsten Spiel wird es dann wahrscheinlich wieder besser.
Bis jetzt hatten wir ja immer Glück. Deshalb können wir das jetzt vielleicht auch verkraften. Diego Costa ja auch ein neuer Mann. Der sich auch schon mal bewiesen hat in dem Einzelspieler. Ja. Tests von mir. Oh, schade. Ah, verdammt. Sehr früher Ballverlust hier wieder. David Villa ist ja doch ganz frei. David Villa, Tor. Hängt da noch ein bisschen an der Ecke, aber okay. Wird direkt wieder zu Boden gehen. Rissen von Arda Turan. Ja, guter Treffer jetzt. Naja, war nicht besonders schwierig. Aber wurde dann zum Schluss doch noch etwas bedrängt, deshalb. Ja. Was? Direkt der Wechsel jetzt, oder wie? Ja, da hättet ihr unsere Mannschaft noch kurz sägen können. Haben sich ja ein paar Spieler gefunden, die da dazukommen. Und jetzt wird einer gekickt von uns. Oder ist das ein Rage Quit? Oder ist da gar nichts? Also was zählt das jetzt? Arda mit der super Bewertung. Wenige Münzen, was zählt das dann? Ne, sind dann nur die Skillprämien. Ah, ich habe 1-0 gewonnen. Oder ist das jetzt noch die Frage? Ah, wohl 3 Punkte. Ja, okay. Ja, dann machen wir hier kurz einen Cut und ich suche wieder den nächsten Gegner. Bis gleich. Ja, endlich haben wir jetzt wieder einen Gegner gefunden. Das dauert immer abnormal lang. Oh, der hat mal eine etwas außergewöhnliche Mannschaft. Aber es könnte ja sein, dass es dafür umso mehr drauf hat. Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt irgendwie wieder ganz stand ist. An mir kann es eigentlich überhaupt nicht liegen. Weil die anderen Spiele ja auch super waren. Ja, der erste richtig gute Auftakt des Parts mit dem 3-Punkte-Gewinn. So könnte es natürlich weitergehen. Hier sorgen wir erstmal dafür, dass der Gegner hier nicht weiterkommt. Ruckelt hier auch erstmal wieder ein bisschen. Und es gibt schon wieder Einwurf. Ah, das gibt's doch nicht. Achso, jetzt haben wir diesmal Einwurf. Puyol jetzt wieder dabei, war im letzten Spieljahr rot gesperrt. Oh, schade. Jetzt bin ich mal gespannt, wie unser Gegner jetzt hier spielt. Ah, verdammt, wieso hat er da eine Dreckweihe gepasst? Ah, schade. Da wird es gefährlich, vielleicht Palacio. Da ist Puyol einfach zu langsam. Aber Piqué ist da. Das gibt's doch nicht. Wird's hier direkt gefährlich. Zumindest die erste Torchance für den Gegner. Das ist blöd, wenn es jetzt nicht ganz so flüssig läuft wie sonst immer. Bin ich das natürlich nicht gewohnt. Guter Pass, auch wenn er natürlich riskant war. Ah, oh, da haben sie wieder überhaupt nicht so reagiert, wie sie das sollten. Gut von Puyol. Ah, oh, schade. Oh, verdammt. Gut, Puyol. Ja, ist eben nicht der geschickteste Spieler auch, aber macht das sehr stark. Deshalb hat er wahrscheinlich auch mal die rote Karte bekommen. Jetzt aber Pedro. Aber gut, setzt sich durch. Flanke kommt. Tor. Tor von David Villa schon wieder. Jetzt paar Kopf. Unglaublich. Flanke von Pedro. Also wieder zwei Spanier unter sich. Haben ja sehr viele
Bahn hier leider auch in der Mannschaft. Ist blöd, weil wir dann kaum eine A- und B-Mannschaft haben. Die Via-Rufe gehen wieder durchs Stadion, wie so oft. Aber jetzt kommt erstmal wieder der Gegner. Oh, gefährlich, und da ist der Ball direkt wieder drin. Unglaublich, wie schwach da die Abwehr und der Torhüter reagieren. Unglaublich. Spannung jetzt direkt wieder auf dem Platz spürbar. Das sind schwache Pässe, keine Ahnung, wieso die so schwach kommen. Puyol, jetzt komm, setz dich doch durch. Ah, der Pass kommt nicht. Aber Einwurf. Boah, der wird ja richtig gefährlich. Was ist da los? Gibt's doch nicht. Oh, wie schwach, ey. Rennt er da ins Aus. Ohne dass er so viel Zeit hat. Das dürfen wir eigentlich nichts mehr zulassen. Ja, es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Gegner noch auch auf dieser Liga sind. Lässt sich hier richtig viel Zeit. Macht er jetzt endlich mal. Ja, hat er zum Glück. Oh, schlecht. Also wir kommen gerade überhaupt nicht mehr nach vorne. Was ist da los? Ball wieder richtig schwach geklärt. Hallo, die schießen sich an einer Tour gegenseitig an. Hey, die sind ja echt schwach heute. Hey, das gibt's doch nicht. Ja, zum Glück Einwurf für uns. Müssen wir das Spiel ein bisschen ruhiger machen hier. Komm, glaubt nur noch ein Sieg, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Also alles andere als jetzt wirklich großer Druck. Oh, was machen die da für ein Mist? Jetzt gut gespielt. Und direkt wieder so ein dummer Fehlpass. Guter Ball auf Isco. Das gibt's nicht. Eckball, schade. Jetzt vielleicht ein Eckballtor, da ist noch Piqué. Unglaublich. Dass da niemand drankommt. Jetzt wieder der Gegner. Ganz schwaches Deckungsspiel hier auch. Und das war ein Foul. Jetzt was? Folgt mir da zweimal direkt. Gibt natürlich jetzt noch für alle unsere Spieler eine gelbe Karte. Das kann ich auch nicht mal richtig skippen. Zumindest will er es nicht skippen, und was weiß ich, wieso das hier ein Foul war. Völliger Quatsch. Das gibt's doch nicht. Was ist da los? Er gewinnt Palacios Kopfballduell gegen Piqué. Unglaublich, und da liegen wir hin. Das gibt's ja nicht. Führung aus der Hand gegeben. Montoya. Oh, was machen die da? Wirkt mir alles viel zu behäbig. Hey, das gibt's doch auch nicht.
Da ist Fabio Contrao. Contrao. Ah, der wird da einfach umgerannt. Und ja niemand. Nochmal Ecke. Oh Mann, wie schwach. Wie lange die brauchen, bis sie sich einfach mal umdrehen. Was macht er da? Völliger Quatsch. Na, werden bestraft dafür. Einfach schwach bis jetzt das Spiel. Von unserer Seite aus gesehen. Ja, der Gegner hat doppelt so viele Chancen, doppelt so viele Tore. Ist doch ausnahmsweise mal auch ein dementsprechendes Ergebnis. Da ist doch jetzt der Ball auf Contrao. Und was machen die da? Gonzales. Ach komm, dass ich gegen so eine schwache Mannschaft verliere, ist recht peinlich. Wir haben nicht mal eine gute Chemie. Jetzt haben wir gutes Passspiel hier. Diego Costa. Diego Costa! Das gibt es nicht. Oh, was für ein schwaches Passspiel hier wieder. Wieso konnte ich da den Rechtsverteidiger nicht spielen? Das ist seine Position. Jetzt guter Pass auf Diego Costa. Oh Mann, wie lange die immer brauchen. Das ist zu viel, was ich will. Und das war natürlich völliger Quatsch. Jetzt vielleicht die Flankenchance. Ah, schwach. Da ist Via. Es gibt's nicht, dass der Ball hier ankommt. Ah, du sollst den Ball passen und nicht annehmen. Jetzt guter Ball auf Diego Costa. Der Ball ist drin. Tor von Diego Costa schießt den Ausgleich. Mit dem Lupfer. Über Caballero drüber. Ja klar. Muss er machen, anders geht's ja kaum. Spannendes Spiel hier auf jeden Fall. Mal sehen, wie das hier noch ausgeht. Bietet auf jeden Fall richtig viel. Müssen wir auch uns richtig anstrengen. Aber wir sind auf jeden Fall besser im Spiel als zuvor. Ah, oh, wohin rennen die auch? Die brauchen wieder eine halbe Ewigkeit. Die warten auch, bis der Gegner an ihnen vorbei ist, bis sie da losrennen. Aber wenn ich schon 10 Stunden vorher drücke. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Abstoß. Gonzales. Was machen die da? Aber zum Glück. Fehler hier. Gibt's doch nicht. Das war einfach nur noch dumm, was die hier machen. Was ist das? Was soll das sein? Hä? Hä?
Ja, jetzt macht der Schiri aber was er will. Und was ist das? Die wollen mich doch verarschen. Der Torwart hat keinen Bock. Die Verteidiger genauso wenig. Genau. Was soll das? Machen es einem immer schwer. Und bei uns klappt sowas natürlich nicht. Da kommt nicht mal die Flanke an. Und natürlich, wieso, wo war das denn hier im Foul? Sehe ich nicht ein. Wieder der Ausgleich, Tor von David Villa. Mann, ey, was muss ich hier noch zeigen? Schiedsrichter will einfach nicht. Wir spielen doch gut, aber wenn immer so ein scheiß Freistoß kommt. Und dann noch, ey, unglaublich. Gute Ball wieder auf Villa. Das waren Elfmeter, hallo. Ja, geil. Einfach weggetackelt. Villa wäre frei zum Schuss gekommen. Gute Ball auf Pedro. Genialer Treffer von Diego Costa, Führungstreffer, 81. Minute, was für ein Spiel schon wieder. Das machen sie einfach super hier. Pedro lässt den Verteidiger aussteigen. Und Diego Costa den Torhüter. Was ist das? Wenn das jetzt wieder... Ja, hab schon gedacht. Hab schon gedacht, die wollen mich hier voll ganz verarschen. Ah, wieso wechselt er dann? Das war gut gemacht. Keine Ahnung, wieso die jetzt Einwurf haben, aber okay, schenken den Ball sowieso her. Ball. Oh Mann, und dann rennt er direkt aus dem Weg. Hauptsache er steht im Gegenspieler nicht im Weg. Ah, was ist da jetzt los? Was machen die da? Guter Ball auf Pedro. Der Pass kommt. Ah, schade. Wird Caballero hier nochmal umgenietet. Nochmal Schussmöglichkeit, Nachschuss. Nochmal ein Tor. Jetzt von Villa. Da rasten sie aus. Zwei Tore führen jetzt doch noch. Schön. Mann, was für ein Spiel. Wie viele Tore auch. 5:3. Das war ein Foul. Es gibt da vielleicht noch Lust dazu. Wollen jetzt unbedingt noch was reißen, aber zwei Tore schaffen sie jetzt wohl nicht mehr. Camacho versucht's direkt. Und jetzt wollen sie einfach zu viel. Und das war's. 5:3. Was für ein Spiel. Nochmal 3 Punkte. Das war doch schon mal ein gutes Spiel. Super Stürmerleistung hier. Mann, war das spannend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part.